Wenn dir nach Reden ist, sag mir, was dich traut.
schicke dir jetzt einen Engel, und mit dem hole ich dich raus. Denn mit so himmlischen Kräften sieht die Welt gleich anders aus. Ich spreche für dich ein Vater unser, denn das soll helfen in der Not. Und ich öffne dir die Augen, du hast so viel, wofür Leben lohnt. Komm, verlieren tut jedermann, steck den Kopf nicht in den Sand. Da hat man einfach keine Wahl und rennt gegen die Wand. So hat jeder seinen eigenen Weg, da kann man nichts dran tun. Bist du im Frust jetzt überwintern? Ich schicke dir jetzt einen Engel, und mit dem hole ich dich da raus. Denn mit so himmlischen Kräften sieht die Welt gleich anders aus. Ich sprich für dich, mein Vater unser, denn das soll helfen in der Not. Und ich öffne dir die Augen, du hast so viel, wofür es sich lohnt. Ich schicke dir jetzt einen Engel, und mit dem hole ich dich raus. Denn mit so himmlischen Kräften sieht die Welt gleich anders aus. Ich sprech für dich, mein Vater unser, denn das soll helfen in der Not. Und ich öffne thank you.
hat uns den Frieden versprochen, den wir so dringend brauchen für uns Menschen. Erbieten wir den Segen Gottes ganz besonders für unsere Angels, für euch als Familie, für alle, die ihn unterstützen, Menschen im Verein, an den Betreuern, an den Ärzten, Beistände, an das, was wir brauchen, um diesen wunderbaren Kindern und Jugendlichen ein Leben in Würde zu ermöglichen und selbst von ihnen ermutigt zu werden, in der Liebe zu wachsen, ja, selbst bis hin zur Feindesliebe zu wachsen. Hast du das Leben etwas anders? Es ist nicht immer leicht, doch haben wir gemeinsam kleine Ziele stets erreicht. Ich wünschte mir, dass du in Zukunft das Glück für immer spürst und dass du deinen Lebensmut niemals verliest. Du kannst mit deinem Herzen lachen, mit deinem Herzen singen. Bestimmt.